So, da sind wir, glaube ich. Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei Atlantis Live. Heute Abend zu Gast Stefan Michel, Präsident von Maris. Wie bei den anderen Atlantis Live-Folgen auch. Auch mal ein bisschen die Leute, die man sonst nicht so im täglichen Leben sieht, die nicht im Vordergrund sind, sondern hinten agieren. Und wir hoffen heute auf ganz viele Insider-Informationen, Insider-Wissen, Neuigkeiten von Maris und aus der Tauchbranche. Guten Abend, Stefan. Ja, guten Abend, Christian. Zunächst mal ganz vielen Dank an das Atlantis-Team, an dich ganz persönlich, aber auch an deine Kollegen, die im Hintergrund arbeiten, dass wir hier so einen tollen Live-Chat haben können. Und natürlich auch einen guten Abend an alle Zuseher und Zuhörer da draußen in der Welt. Ja, das Internet ist ja nicht nur auf Deutschland jetzt bezogen, auch wenn wahrscheinlich die meisten unserer Zuhörer eher aus dem deutschsprachigen Raum kommen. Kann durchaus sein. Ganz kurz für alle, die uns zusehen, alle Fragen, die ihr habt, alle Fragen, vor allem die ihr an Stefan natürlich habt, einfach kurz in unseren Chat schreiben. Wir lesen mit und versuchen alles, was ihr fragt, zu beantworten, beziehungsweise Stefan versucht alles, was ihr fragt, zu beantworten. Stefan, dann lass uns einfach gleich loslegen. Fast genau ein Jahr. Alles ein bisschen anders. Wir zum Beispiel bei Atlantis hatten in dem einen Jahr genau 9 Monate auf, also doch relativ viel frei in letzter Zeit. Maris als Hersteller, auch als einer unserer größter Lieferanten, dem wird es nicht anders gehen. Erzähl mal, wie sieht es bei euch im Augenblick aus? Wie seid ihr durch das Jahr gekommen? Du selber sitzt hauptsächlich ja in Italien, das Land, was von Corona anfangs am stärksten betroffen war, dann aber auch relativ eine stabile Saison hatte. Vielleicht berichtest du mal so ein bisschen. Wie geht's Maris in Corona-Zeiten? Ja, es ist relativ leicht und einfach erklärt. Ich denke, es ist uns gegangen, wie allen anderen, dass wir natürlich von einer Pandemie in diesem Ausmaß, wie wir es erlebt haben, schon ziemlich überrascht waren. Im Endeffekt dann auch, wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, in den Februar beziehungsweise in den März, in voller Härte und in voller Gänze im Endeffekt von der Pandemie getroffen worden sind. Das hat sich natürlich stark auf die Umsätze zunächst mal ausgewirkt. Da war eine große Unsicherheit in allen Märkten letztendlich. Und da sind wir so ein bisschen alle wie das Kaninchen vor der Schlange gesessen und haben mal geschaut, was passiert. Konntet ihr in Italien durcharbeiten? Wir haben zunächst mal uns mit einer Rumpfmannschaft beholfen, haben tatsächlich weitergearbeitet, weil wir ja noch nicht genau absehen konnten, wie sich das entwickelt. Hatten dann dazwischen auch Aktivitäten entwickelt. Wir haben, ich weiß nicht, ob das jemand verfolgt hat, wir hatten dann zum Beispiel unsere Full-Face-Schnorchelmasken umfunktioniert, haben Krankenhäusern geholfen, haben Filtermasken dort drauf aufgebaut. Da hat jemand im Netz einen Adapter zur Verfügung gestellt und hat das für alle Firmen im Endeffekt von der Konzeption her veröffentlicht, damit da niemand Geld damit machen kann. Das haben dann auch wir gemacht. Wir haben quasi in Eigenproduktion mit 3D-Drucken unter anderem, das war eine ganz interessante Geschichte, zusammen mit Ferrari, die sich zur Verfügung gestellt hatten, für uns dann zu drucken, weil wir die gleiche Firma benutzen, was die 3D-Drucker betrifft. Die haben uns dann geholfen, da Adapter zu machen. Wir haben alles in allem ca. 1500 Masken für Krankenhäuser quasi so auf dem Weg produziert in einer oder mit einer Rumpfmannschaft. Und haben die dann im Endeffekt tatsächlich auch teilweise persönlich ausgefahren und in die Krankenhäuser gebracht. Als das alles irgendwie einigermaßen im Griff war, haben wir eigentlich auch gehofft, dass die Pandemie sich irgendwie in früher oder später in Wohlgefallen auflöst und haben nichtsdestotrotz in der Hoffnung, dass wir Geschäft haben werden, im Laufe des Jahres dann auch entsprechend weiter produziert mit all den Regeln und mit all den Maßnahmen, die letztendlich notwendig waren, Abstandsregeln, die Hälfte der Belegschaft nach Hause geschickt, in Homeoffice,
Also so Dinge, die wir eben auch aus Deutschland kennen, auch in Italien praktiziert. Denn zum Arbeiten durften die Kollegen alle gehen, nur zu Hause mussten sie relativ strikte Regeln einhalten. Und für viele Italiener war das wirklich der Escape Room quasi, in die Arbeit zu kommen, denn Italiener leben in der Regel mit mehr Familienmitgliedern auf engstem Raum. Die waren also alle ganz happy, dass sie in die Arbeit gehen können. Okay, aber ihr habt ja nicht nur Adapter gebaut, sondern ihr habt auch noch ein bisschen zugekauft in der Pandemie, ne? Da wo alle anderen eigentlich sagen, wir machen mal langsam und wir fangen mal an zu sparen. Ihr sagt, nee, wir haben da noch mal eine Idee. Das ist korrekt, das sehen wir auch jetzt im Prinzip auf dem Slide, das uns der Jan da eingespielt hat im Hintergrund. Das ist korrekt, wir haben uns im April und Mai, also quasi zu Hochzeiten der Pandemie, uns überlegt, ob es unter Umständen Möglichkeiten gibt. Eine Krise ist ja immer auch eine Möglichkeit, irgendwo etwas draus zu machen, bietet immer Chancen. Unser Inhaber hat sehr früh mit der Fahne gewunken und hat gesagt, lass uns mal gucken, ob nicht im Endeffekt die Pandemie für uns Chancen bietet, irgendwelche Unternehmen zu übernehmen. Und da ist uns auch relativ schnell ein Unternehmen in Anführungszeichen über den Weg gelaufen, das seinen Firmensitz in UK hat, geboren wurde in Australien, handelt sich um die Marke Zox, ist eine Schwimmmarke, die immerhin von ihrem Volumen her in etwa bei der Hälfte unseres Geschäfts mit Maris liegt. Und die. Nur nochmal zum Verständnis, die machen, bei dir insgesamt mit Maris macht, also alles, was mit Tauchen zu Atemregler, Jackets und so weiter, die Hälfte davon machen die mit. Die Hälfte des Volumens, jetzt reden wir über Umsätze. Ja, ja. Die Hälfte des Volumens machen die quasi mit Schwimmgoggles. Also Schwimmbrillen, Schwimmmasken, Water Confidence, das sind so Schwimmflügel und so Sachen, die wir eher so ein bisschen aus dem Leisure-Bereich und aus dem Toyshops kennen im Endeffekt, ja. Okay. Wir haben ja Schwimmen im Endeffekt betrieben in einem anderen Segment. Wir haben uns da eher so auf die Performance-Seite geschlagen unter der Marke Head mit Head Swimming und für uns hat das gepasst, weil das einfach breiter ist vom Segment und wir mit Head Swim speziell dieses Swim Run Segment besetzen. Von daher haben wir gesagt, das ist eine schöne Erweiterung im Endeffekt über die Linie hinweg und quasi ergänzt dann unser komplettes Sortiment, weil wir ja Produkte herstellen und vertreiben quasi von ganz links, das ist bei uns immer so der Schwimmbereich im Endeffekt, über Maske, Flossen, Schnorchel, also der eigentliche Schnorchelbereich, normale Tauchsportartikel, technisches Tauchen, Repriser und dann, das sieht man da auf der Grafik, deswegen nennt sich das auch Watersport Brands, dann übergeht im Endeffekt auch in den Trainingbereich und in den Travel. Da stehen zwei Marken ganz auf der rechten Seite, die Marke davor, glaube ich, kennen noch alle, das sieht man bei mir auch im Hintergrund, das Scuba Schools International, das ist eine Marke, die wir übernommen hatten, ein Geschäft, das wir übernommen haben 2014 und im Jahre 2019 hatten wir uns dann mit einer Akquise befasst, die sich mit dem Tauch-Travel-Geschäft beschäftigt. Das ist diese Liverboard-Marke, die rund 500 Liverboards, also Tauchschiffe im Endeffekt weltweit vermarktet. Und da haben wir uns mit 75% eingekauft, weil wir halt das Gleiche tun wollen, was wir Leuten wie dir empfehlen, Christian, dass sie das ganze Sortiment letztendlich abdecken, wenn es um den Bereich Wassersport und das Tauchen geht und das eben nicht nur auf Hartware fixiert ist, sondern eben auch letztendlich Ausbildung und Reisen umfasst. Ja, wir arbeiten dran, aber bei der Schwimmmarke war die halt schneller. Gott sei Dank. Okay, kommen wir vielleicht nochmal zu einem weiteren Thema, was mit uns beiden sehr am Herzen liegt. Ihr habt eine weitere Initiative, ja, weiß gar nicht, nicht im letzten Jahr, sondern ist ja eigentlich schon ein bisschen länger her ins Leben gebracht, genau, da Jan Blends ein, Blue Oceans. Da geht es ganz stark um Nachhaltigkeit. Stammt nicht ausschließlich von uns. Der Jan lässt da auch mein Video laufen. Die Initiative
ist eigentlich eine Initiative, die ursprünglich gestartet wurde von SSI. Da geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Da wurde eine Marke geschaffen, die sich Blue Oceans nennt, mit der wir, das ist jetzt hauptsächlich SSI und Maris, mit der wir quasi Projekte fördern, die sich mit dem Umweltschutz befassen, die sich mit Nachhaltigkeit befassen. Und da ist Ausbildung und Training auch immer ein super wichtiges Thema. Das ist das, was man ja in Dritte Weltländer auch hat, wie wichtig es ist im Endeffekt, schon ganz früh in der Schule Kinder irgendwo Nachhaltigkeit beizubringen, Umweltschutz beizubringen. Das ist das, was wir im Endeffekt, sage ich mal, mit dieser Blue Oceans Marke und mit dieser Aktivität letztendlich verbinden. Und für uns konkret jetzt auf der Maris-Seite war damit auch ein Projekt verknüpft, das wir zu unserem 70-jährigen Jubiläum gestartet hatten, nämlich, dass auch wir, sage ich mal, deutlich nachhaltiger werden wollten, einerseits in dem ganzen Verpackungsbereich, wenn ich involviert war in irgendwelche Veranstaltungsvorbereitungen, war immer schockiert bei Messen, bei Product Shoots, wenn wir uns dann der Ware liefern haben lassen aus unserem eigenen Lager und das nimmst dann auf einen Haufen, dann packst das alles aus, dann sagst du, oh mein Gott, wie viel Plastik produzieren wir da eigentlich in der Verpackung speziell? Und deswegen haben wir uns quasi vorgenommen, da zum Jubiläum, nachdem wir 70 Jahre geworden sind, auch 70% unseres Verpackungsmülls quasi, der Plastik ist, zu reduzieren. In Wirklichkeit, das sieht man da im Prinzip auf der Folie, die der Jan da jetzt eingefahren hat, in Wirklichkeit sind wir dann im Endeffekt, das ist Stand Ende letzten Jahres, sogar bei 91% gelandet. Ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Das ist, ich stelle mir jetzt eine Terminologie eines Kollegen von mir, der immer sagt, das ist kein Event, das ist ein Prozess letztendlich, das ist nie abgeschlossen, glaube ich. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, was wir da gemacht haben, da ist im Wesentlichen Papier und Karton zur Verpackung dazu gekommen, respektive das hat das bisherige Verpackungsmaterial letztendlich ersetzt. Wir haben dann umgestellt, auch bei Verpackungen, die einmal Verpackungen waren, die dann letztendlich Mehrwegverpackungen werden. Und alles, was wir irgendwie in Richtung Plastiktüte immer noch irgendwie brauchen, ist kompostierbar geworden. Da bin ich immer noch so ein bisschen unzufrieden mit, weil das sind im Endeffekt Cornbags, also im Endeffekt Maisstärke, Verpackungsmaterialien, die sich sehr gut kompostieren lassen, solange sie in Kompostieranlagen sich befinden. Wenn wir dann drüber nachdenken, was damit passiert, auf den Philippinen vielleicht oder irgendwo anders im südostasiatischen Bereich, leben wir mit dem gleichen Problem, dass wenn das da einfach irgendwo weggeworfen wird. Also nur zur Erklärung vielleicht, die brauchen Temperatur, oder? Um kompostierbar zu werden. Brauchen Temperatur, um kompostiert zu werden, zerfallen dann bei höherer Temperatur in quasi in einem, wenn man das aus dem Kompostierhaufen kennt, brauchen quasi Kompostierumgebung, dann zerfällt das Material. Wenn das nicht gegeben ist, hält es nicht so lange wie Plastik, aber ist trotzdem immer noch etwas, was dem nicht gerecht wird, was wir eigentlich wollen. Da ist Papier deutlich besser oder Karton deutlich besser. Okay, ihr habt aber ja noch einen weiteren Schritt in der Nachhaltigkeit. Ihr produziert ja einen Großteil, anders als eben viele andere Hersteller auch hier in Europa. Ne? Das kann man ja durchaus ruhig mal erwähnen. Verschiedene Produktionsstandorte in Europa, aber der größte Teil kommt schon hier aus Europa. Ne? Der größte Teil kommt hier aus Europa, aus Bulgarien. Wir haben eine Fertigungsstätte in Bulgarien. Sind hier 2006, 2007 im Übergang quasi mit dem Hauptanteil der Produktion nach Bulgarien gegangen. Hat mit Kostengründen zu tun. Italien ist auch, was den Einfluss der Gewerkschaften betrifft, kein einfaches Land. Gibt ein ganz großes Negativbeispiel. Fiat, das sich lange Zeit vom italienischen Staat hier fördern hat lassen, über Jahre, ist letztendlich dann aus Italien weggezogen. Hat immer noch so ein bisschen mit dem Einfluss der Gewerkschaften zu tun. Mhm. Was es nicht immer einfach macht. Also produzieren in Italien ist schwierig, aber von den Kosten gar nicht so ungünstig. Italiener sind super fleißig und auch teilweise sehr kosteneffizient.
Aber hat natürlich auch, wie gesagt, damit zu tun, dass man super flexibel sein muss heutzutage in der Fertigung und in der Produktion. Und als ich quasi studiert hatte, hat man noch über Fabriken nachgedacht, die 20 und 30 Jahre Bestand hatten. Heute denkt man über Fabriken nach, die 5 Jahre. Stefan, jetzt haben Sie auch Dampfmaschinen gebaut. Ist schon ein bisschen, ja. Ja, gut. Also, lass uns mal weitermachen. Da sind wir beim Entschuldigung, da sehen wir auch im Hintergrund jetzt noch ein paar so Beispiele. Verpackung ist natürlich weniger attraktiv geworden, nicht mehr so super shiny. Wir nennen das Savannah-Style, unsere Maskenboxen, sagen manche Leute immer, das ist die Eierbox quasi. Sieht so ein bisschen aus, wie man damit auch Eier holen könnte. Ja, aber ich denke, und das ist mir ein persönlich großes Anliegen, ich denke, dass oft ganz viel irgendwo so in den ersten Effekt reingeht, den man da erzeugen will. Und ich glaube aber, dass das Produkt eigentlich das Wichtige ist in dem Kontext. Genau. Wenn man das dann auspackt, schmeißt man das weg. Und wie gesagt, das ist so ein persönliches Anliegen von mir, im Endeffekt auch Dinge zu machen, die so ein bisschen, du weißt das, ich habe 2 Kinder, die auch schon groß sind, muss man ein bisschen auf nachfolgende Generationen achten. Ne? Und das, was wir da übergeben in all unserem Überfluss, soll schon noch Bestand haben. Ne? Absolut. Also klar, das ist sicherlich eigentlich das Thema überhaupt. Nachhaltigkeit müssen wir irgendwie herbeiführen und muss uns auch permanent begleiten. Und wir können ja in allen anderen Bereichen, gerade bei Kosten oder Ähnlichem, auch immer effizient sein. Da müssen wir eben gerade in der Nachhaltigkeit auch sein. Und bin völlig bei dir. Eigentlich ist völlig egal, wie die Verpackung ist. Entscheidend ist das Produkt, was da drin ist. Ganz genau. Da können wir alle mit ein bisschen weniger Verpackung leben und dafür mit qualitativ hochwertigen, langlebigen Produkten. Das ist ein wichtiger Schritt. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema Produkte. Stefan, jetzt kommen wir ein bisschen zum Eingemachten. Ne? Der Präsident von Maras wird uns ja. Bitte? Das habe ich befürchtet. Ja, lass mal. Also jetzt muss uns mal, also spring mal der Christian will da durch, spring mal genau über diese Folie noch drüber. Da geht es so ein bisschen um das Thema digitale Transformation. Das ist das, was wir in der Zukunft hier machen werden. Machen wir noch. Kommen wir hinterher. Okay, gut. Nach den Produkten. Also, können wir nochmal zurückgehen. Produkte. Genau. Ja. Man freut sich auch immer, wenn man ein bisschen in Folien springt. Das ist eine Herausforderung. Sonst hat er immer an Jan ein bisschen auf Trab. Das passt schon. Ja, guck dir noch ein bisschen Eishockey nebenbei. Das geht jetzt halt nicht. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, alle, die noch zuschauen, fragt, schreibt zu uns rein. Stefan freut sich über Fragen. Aber jetzt frage ich erstmal Stefan, Produkte. Ihr habt mir geläufig eine ganz neue Atemreglerfamilie in den letzten 2 Jahren auf den Weg gebracht. Ja, das ist richtig. Wir haben im Endeffekt 3 Familien gebildet, die unterschiedliche Einsatzzwecke haben. Wer uns kennt, weiß, dass wir auf verschiedene Technologien setzen, VAD, DFC. Der weiß aber auch, dass wir nach wie vor eine Firma sind, die Metallatemregler baut, während eigentlich fast alle anderen auf Kunststoff setzen. Kunststoff, 2. Stufen, 1. Stufen sind immer Metall, logischerweise, aber wenn es um die 2. Stufen geht, Kunststoff. Hat damit zu tun, dass wir an das Material Metall glauben, wenn es um das Thema Kaltwassertauchen geht. Wir hatten uns lange immer gesträubt, im Endeffekt einstellbare 2. Stufen zu machen, weil wir das aufgrund unseres VAD-Systems eigentlich nicht brauchen. Aber irgendwann folgst du dann doch dem, was der Markt sich wünscht, haben dann 2. Stufen adaptiert, die einstellbar sind, und daraus ist dann im Endeffekt sind 3 neue Familien entstanden. Mit denen sind wir auch super happy, verkaufen sich sehr gut und sind jetzt eigentlich am Feintunen, haben aufgrund der Tatsache, dass wir diese Regler alle auch unter Extrembedingungen getestet haben. Wir haben Versuche gemacht bis auf 400 Meter Wassertiefe. Jetzt kann dann jemand sagen, für was ist das gut im Bereich der Sporttaucherei oder selbst in der technischen Taucherei. Aber das ist so ähnlich wie in der Formel 1. Wenn man da so ein bisschen an die Grenzen rangeht, findet man natürlich auch die Limits der Produkte irgendwo leichter heraus. Und haben dann quasi so für uns eine interne Zertifizierung gemacht, für verschiedene Regler bis zu 200 Meter Wassertiefe. Und das hat auf der Seite des Militärs, speziell bei der US Navy, wo wir
ein Produkt auch auf der sogenannten Anno-Liste gelistet haben, das heißt, das ist für Military Use, getriggert, dass die an verschiedenen Produkten interessiert sind. Und da bauen wir gerade mit der amerikanischen Armee ein neues Produkt, das noch leistungsfähiger ist, als das, was sie bis heute jetzt gelistet haben. Das ist der Abyss Navy. Und wie das neue Produkt heißen wird, darf ich noch nicht sagen. Military. Kriegt ja wahrscheinlich auch erstmal militärischen Namen. Secret, ja. Gut. Also das ist ein Thema, wo wir bei Rednern jetzt arbeiten, weil wir so quasi für den Sporttauchbereich und auch für den technischen Tauchbereich viel gemacht haben, können wir uns mal auf so ein bisschen was off the table konzentrieren und fürs Militär was machen. Okay, gut, wir quetschen dich nicht weiter aus. Du weißt, so Präsidentschaften sind stark gefährdet in der heutigen Zeit. Ja, noch dazu hat das Militär ja, die haben ja was zum Schießen. Also was ja. Richtig. Wir kommen mal zum nächsten Thema. Du hast jetzt Geheimnisse erzählt. Jackets, da muss man sich jetzt nichts vormachen. Maras war ja viele, viele Jahre lang eigentlich so Marktführer bei Jackets oder vor allem Innovationsanschieber bei Jackets. Du wirst jetzt selber, in den letzten Jahren bin ich einer der größten Kritiker, weil da sehr ruhig drum geworden ist und wo ich immer sage, Mensch, jetzt die Innovationen sind jetzt keine mehr, sondern jetzt wird es Zeit für was Neues. Und die Wunschliste ist lang. Erzähl mal. Ja, also bei Jackets ist tatsächlich so, dass es eine Wunschliste quasi von unseren Kunden gibt, so wie du es bist, schon sehr lange, speziell auch aus dem deutschen Markt oder aus dem deutschsprachigen Markt. Deutschland, ich habe gesehen, das sehen im Prinzip, wenn man so ein bisschen anguckt, wer da zuguckt, da guckt auch die Marianne Jona aus der Schweiz zu, habe ich gesehen, die ein Airtrim-Fan war aus der Vergangenheit und die auch immer gefragt hat, wollte in dem Bereich was Neues machen. Und es ist tatsächlich so, dass wir... Hat ja schon Haarkennzeichen, ne? Der Airtrim, wenn man heute noch ein Airtrim-Jacket hatte der schon Haarkennzeichen. Das hat schon ein Haarkennzeichen, ist korrekt, ja. Das ist sowas für dich und mich. Du kriegst eine Retourkutsche hier. Das hat ein Haarkennzeichen und deswegen braucht es eigentlich auch was Neues. Das Airtrim hat ganz, ganz wenige Nachteile aus meiner Sicht im Endeffekt, aber einer der Nachteile ist immer die Diskussion mit den Tauchlehrern, die dann sagen, da brauche ich zwei Jackets, um damit im Prinzip auch die Anwendung zeigen zu können mit einem normalen Inflator. Und da haben wir uns was Pfiffiges ausgedacht, aber auch da ist es so, dass ich das natürlich noch nicht verraten darf. Sonst schimpfen mich meine Außendienstkollegen und meine Länderkollegen, die sagen, jetzt hast du das quasi beim Christian Wenter in dem Abendtalk erzählt. Was auch der Marcel hat hier gerade geschrieben, du darfst alles sagen. Ist gar kein Problem. Ich darf alles sagen. Ja. Ich gucke ja auch im Chat da nebenbei und der Marcel hat gar nichts geschrieben. Doch. Der Marcel hat geschrieben. Glaub mir. Da hat er dir privat geschrieben. Im offiziellen Chat. Du sollst alles sagen, hat er gesagt, er übernimmt die jegliche Verantwortung gegenüber dir. Ist gut, okay. Ja, aber also da kann sich der Markt, glaube ich, schon freuen. Da ist uns, wir waren ja diejenigen, die quasi dieses pneumatische System für Jackets erfunden haben und sind dann von anderen, in Anführungszeichen, kopiert worden. Die haben andere patentrechtliche Lösungen gefunden. Ich würde immer noch sagen, unser System war und ist eigentlich das Beste. Aqualung hat da auch einen ganz guten Job gemacht, muss man fairerweise sagen. Und jetzt kommen wir mit etwas, was aus meiner Sicht noch deutlich lukrativer ist. Du hast ja schon mal ein bisschen reinschnuppern dürfen, als du uns mal besucht hast. Und ja, aber ich darf nicht sagen. Sagt, dir gefällt es. Also, ja, mir gefällt es, aber ich darf ja nicht sagen, du dürftest jetzt. Ja. So, jetzt okay. Aber Schluss zum Thema Jackets. Mehr darf ich da nicht sagen, sonst schimpft mich der Marcel tatsächlich hinterher. Ja, mit irgendwas Konkreten muss heute noch kommen. Ne? Also bis jetzt war es sehr vage, präsidial sozusagen. Machen wir mal weiter mit den Computern. Es wird ein Produkt für beide Geschlechter geben. Ein Produkt für Frauen und für Männer. Jetzt reicht es aber. Okay. Tauchcomputer. Ja. Tauchcomputer ist tatsächlich auch ein interessantes Spektrum. Hier haben wir ob der Tatsache, dass, und man sieht das quasi in dem Screen, der allen auch gezeigt wird,
Wir haben die letzten 4 Jahre ja relativ viel Aufwand in die Entwicklung eines Reprisers gesteckt, eines Semi-Closed Reprisers, sogenannter Horizon. Und da sind zwangsläufig auch eine Reihe von Ressourcen reingeflossen, die uns dann so ein bisschen auf der Elektronikseite bei Computern gefehlt haben. Und in dem Bereich gibt es eigentlich Nachholbedarf. Nachholbedarf insofern, als dass das eigentlich alles schon in der Pipeline war. Und häufig geht es da eigentlich eher um das Software-Thema als das Hardware-Thema. Im ganzen Hardware-Bereich haben wir schon ordentlich vorgearbeitet gehabt und sind jetzt dabei bei 2, 3 Produkten. Da will ich auch noch nicht so super konkret werden. Bei 2, 3 Produkten jetzt im Endeffekt die Software fertig zu entwickeln und werden dann, denke ich, mit mindestens 2, wenn es einigermaßen gut geht, vielleicht auch mit 3 Produkten letztendlich in den Markt kommen. Jetzt fragst du mich gleich wieder, was ist es dann genau? Nee, ungefähr wann? Ja, also quasi für die nächste Saison. Wir werden das launchen im September. Okay. Im Fachhandel gegenüber. Und meistens sickert das dann ja schon immer so irgendwie Oktober, November dann letztendlich durch. Von einem Produkt mindestens bin ich mir sicher, dass wir eine nicht unerhebliche Menge noch vor Jahresende letztendlich launchen werden. Bei dem anderen Produkt muss man sehen. Computer erfordern auch immer einen ordentlichen Vorlauf, was Testen betrifft im Endeffekt, um so die Kinderkrankheiten, speziell die Bugs bei der Software auch irgendwie rauszukriegen. Aber beides sind nicht völlige, von der Software her nicht völlige Neukonstruktionen. Von daher sollte das nicht zu kritisch sein. Okay, dann kommen wir eigentlich gleich zum nächsten Thema und haben auch dazu eine Frage. Hier fragt, das muss ich nochmal einen Augenblick ein Stück, der André, ob du einen kleinen Ausblick auf die Zukunft SSI und Maris geben kannst. Und wird einfach die Frage, die war nämlich bei mir ja auf meiner Fragenliste auch mal ein bisschen abrunden, wie siehst du sowohl die, klar, Maris und SSI-Zukunft, aber auch die Zukunft des Sporttauchens, sagen wir mal in den nächsten 5 und in den nächsten 10 Jahren. Na, du guckst ja jetzt schon doch weit zurück. Und immer, wenn man weit zurück gucken kann, kann man auch ganz gut nach vorne schauen. Was denkst du denn, wo entwickeln wir uns hin? Ja, also wenn ich jetzt deine Frage aufgreife und auch Andres Frage aufgreife, dann würde ich jetzt da 2 Antworten dazu geben. Vielleicht kann der Jan nochmal zurückgehen zu dieser Folie, wo digitale Transformation drauf stand, genau. Wenn wir uns erinnern zu dieser Eingangsfolie, die wir da hatten, wo wir über SSI gesprochen haben, die im Endeffekt Ausbildung betreiben und wo dann Liverboard, wo es um das Buchen von Reisen geht, uns damit beschäftigen, dann sind das Unternehmen, die schon sehr digital letztendlich sind. Die finden ihre Kunden im Netz, respektive betreuen sie digital. Und für uns ist das nicht der Fall. Wir sind da so noch sehr traditionell letztendlich aufgestellt und werden die nächsten 12, 18 Monate im Endeffekt an unserer digitalen Transformation letztendlich arbeiten, um Kunden dann quasi eine, ich nenne das mal, seamless experience über diese Bandbreite letztendlich, die wir als Unternehmen anbieten, erfahren zu können. Das ist ganz wichtig, weil ähnlich wie jetzt im Einzelhandel, du den Kunden quasi abholst bei der Ausbildung, irgendwo ihm dann Ausrüstung verkaufst, wenn er Ausrüstung hat, dafür sorgst, dass der Service da entsteht im Endeffekt und abgedeckt ist. Und wenn er in Urlaub fahren will, du das Gleiche tust. Und wir wollen das quasi auch begleiten, betreuen. Wir haben oft das Problem, dass wir weit weg sind vom Endverbraucher. Und für uns ist eigentlich die Nähe ein wichtiges Thema, um genau das zu tun, was der Kunde von uns erwartet, nämlich für ihn ideale Produkte, ideale Dienstleistungen anzubieten. Und also das wird für uns über Maris und SSI hinweg und über SSI hinaus quasi auch hin Richtung Liverboard und diese ScubaGo-Marke, die quasi ein Exzerpt ist aus dem, was Maris und SSI, aber vor allen Dingen SSI macht,
nämlich mit die Zielsetzung hat, irgendwo so ein TripAdvisor fürs Tauchen zu werden, damit eben auch Leute ganz konkret sich raussuchen können, wo sie denn hinfahren sollen, wenn sie zum Beispiel mal einen Walhai sehen wollen und aber nur im März irgendwie Zeit haben. Ne? Das glauben wir, dass wir halt als Unternehmen über die ganze Bandbreite sehr gut leisten können. Im Endeffekt. Das ist dann einfach ein Marathon, das ist Eiwalhai, oder? Ja, oder teilt ihr euch die Tierarten auf? Wir kleben da immer, je nachdem, wie das Foto werden soll, rechtzeitig, ohne den Walhai natürlich zu berühren, den Aufkleber da drauf. Ja, okay. Sehr schön, sehr schön. Ist aber immer der gleiche Walhai. Okay, aber Spaß beiseite, das heißt, ihr seht euch schon auch ganz stark in der Pflicht, dem Endverbraucher ein bisschen näher zu rücken und euch selber als Company sozusagen auch ein bisschen greifbarer zu machen, dem Endverbraucher gegenüber. Meine Kollegen würden jetzt sagen, ihr macht einen Online-Shop auf und verkauft direkt. Ja, das können wir, um ehrlich zu sein, nicht leisten. Wir können ja nicht so einen tollen Job machen, wie ihr das tut. Das ist uns aufgefallen. Weil das geflügelte Wort heutzutage ist Omnichannel im Endeffekt. Und an das glauben wir schon. Ich glaube, wir können ganz bestimmte Dinge und wir können ganz bestimmte Dinge nicht. Und der Händler kann ganz bestimmte Dinge und kann ganz bestimmte Dinge nicht. Aber ich glaube, dass wir in der Summe letztendlich ganz viel leisten können, um eben irgendwo auch ein rundes Paket, ein rundes Angebot für den Endverbraucher zu haben. Wir dürfen nie vergessen, dass wir ja auch im Rahmen der Ausbildung letztendlich immer quasi für den Kunden für ein Heim sorgen müssen. Und das Heim stellt letztendlich ihr als diejenigen, die Menschen ausbilden. Ja, aber ich sehe das natürlich auch sehr positiv. Ja. Also wir leben das ja seit Jahrzehnten jetzt eigentlich, dass durchaus eine sehr enge Verbindung vom Hersteller über den Händler bis zur Ausbildungsorganisation geben kann. Und natürlich tut uns mehr Performance auch von eurer Seite zum Endverbraucher hin gut, die unterstützt uns, muss man ganz ehrlich so sagen. Also macht schon Sinn in meinen Augen. Ja, also ich glaube daran, das ist ein Lernprozess, wie gesagt. Also wenn man sich quasi über Jahrzehnte lang immer irgendwie mit dem Großhandel beschäftigt, dann ist auch die Denke und alles, was man tut, im Endeffekt halt darauf ausgerichtet. Für mich ein super spannendes Projekt. Ich gebe es ganz ehrlich zu, ich gehöre da eher schon von meinem Alter her so zu dem Auslaufmodell. Ohne dass ich mich wirklich dahin fühle, aber ich merke das heute, wenn ich heute mit jungen Kollegen darüber rede, dass mir teilweise beim Vokabular immer passiert, dass ich da zuerst nochmal nachfragen muss, über was sie jetzt wirklich reden. Das liegt aber ein bisschen an deiner bayerischen Heimat. Das kann an der Sprache liegen, aber nicht nur. Und das ist natürlich auch eine ganz neue Welt. Also das macht schon super Laune. Da gibt es ganz viel zu lernen im Endeffekt. Okay, Stefan, wir müssen jetzt mal, ganz wichtig hier, die Weightwatcher-Gruppe Deutschland hat sich hier gerade versammelt bei uns im Chat, der Palu und der Stefan. Die Frage ist also, vom ersten Abnehmerfolg sozusagen gibt es einen Trocki und der Stefan fragt, ob es für große Jungs und Big Boys. Also bevor ich habe das auch gelesen, bevor ich dazu komme, vielleicht auch nochmal, kann uns der André nochmal schnell ein Feedback geben, ob damit so ein bisschen seine Frage beantwortet ist. Also wir wollen stärker verzahnen. Das ist jetzt nicht nur auf SSI gemünzt. SSI ist da ja auch immer ein Stück weit noch neutral, auch wenn uns die Company gehört. Das muss nicht immer nur Ares sein. Die kollaborieren auch mit anderen Herstellern und logischerweise, so wie sich das gehört. Aber wir suchen da schon nach nicht nur Synergien, sondern nach wirklichen Angeboten, die Kundennutzen darstellen im Endeffekt. Und das werden wir nicht nur wieder isoliert auf unserer Ebene, auf unserem Horizont tun, sondern werden da im Endeffekt, deswegen auch der Omnichannel-Gedanke, werden da auch den Fachhandel entsprechend mit einziehen. Also von daher, André, wenn es Fragen gibt von deiner Seite oder ein bisschen mehr die Richtung vorgegeben ist, kann ich da noch antworten. Jetzt vielleicht zum Balu. Gib's zu, Balu, du challenged uns natürlich wieder, wenn es um Größen geht, aber ja, eine super wichtige Frage. Wir haben ja einen sehr guten Erfolg gehabt mit unseren Trockis, was den Hineinverkauf betrifft, den richtigen Preispunkt, richtige Features, all das eigentlich getroffen und haben dann ganz viele Qualitätsprobleme gehabt. Was uns neben dem Umstand, dass es diese Qualitätsprobleme quasi da auch in der Pandemie noch zu lösen gab, dazu geführt hat, dass wir uns im Prozess überlegt haben, ob das richtig ist, was wir da machen.
Und ich habe es dem Christian erst kürzlich erzählt, dass wir uns eine andere Struktur aufgesetzt haben. Wir werden das in Zukunft im eigenen Haus machen. Da hat man mit einem Third-Party-Vendor, würde man das neudeutsch sagen, kooperiert. Und das wollen wir in Zukunft selbst machen. Wir haben ja eine große Produktionsstätte in Bulgarien, habe es erwähnt. Und da wird das in Zukunft auch hingehen. Das ist nichts, was nächste Woche passiert. Wir haben aber einen Vertrag unterzeichnet mit einem Partner, der uns dabei helfen wird, um halt die Lernkurve, für uns ist das was Neues, um die Lernkurve entsprechend zu verkürzen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir zum Jahresende dann erste Testprodukte haben werden und dann auch Feedback von euch warten. Und mal gucken, ob wir was in Balus Größe, muss wahrscheinlich nochmal beim Lieferanten anrufen und nochmal ein bisschen Textil bestellen im Endeffekt, damit wir genügend Material haben. Aber werden dann zum Jahresende, ich denke mal, erste Testprodukte haben und dann im Lauf der kommenden Saison, also 2022, anfangen, ein Produkt wieder zu liefern, das hoffentlich einen ähnlichen Erfolg haben wird, als wie das Produkt, das wir in den Markt gebracht haben und dann auch dicht sein wird und keine Qualitätsprobleme haben wird, um letztendlich viele zufriedene Kunden zu haben. Okay, aber du schuldest uns immer noch eine Antwort. Tauchen in 10 Jahren, wo geht's hin? Also du hast ja so ein bisschen Horizon schon angerissen und aber wo siehst du uns in 10 Jahren, was die Innovation in 10 Jahren, was wird anders beim Tauchen sein als jetzt, deiner Meinung nach? Ja, ich glaube, das Horizon, du hast das angesprochen, kann, da war ich ursprünglich sehr skeptisch, bin aber dann eigentlich überwältigt vom Erfolg des Produktes. Ich glaube, dass ein Produkt wie das Horizon, und das haben viele probiert und sind dann aus welchen Gründen auch immer gescheitert, dass also so ein Semi-Closed Rebreather tatsächlich ein Produkt ist, das das Tauchen eigentlich einfacher macht. Das ist etwas, was man, wenn man Open Circuit tauchen kann, super einfach zu bedienen ist. Closed Rebreather, wenn man sich schon mal in die Ecke begeben hat, weiß, dass man damit eigentlich regelmäßig tauchen gehen muss, muss auch immer üben, irgendwie gucken, dass man dranbleibt. Das Produkt ist zu kompliziert. Ein Semi-Closed Rebreather ist sehr einfach, versteht man auch sehr einfach, wenn man Open Circuit tauchen kann. Das ist ein Produkt, mit dem Tauchen einfacher und ich sage mal auch, was die Nutzung betrifft, irgendwo angenehmer ist als eigentlich ein Open-Circuit-Produkt. Man kann länger unter Wasser bleiben, weniger Deko-Probleme. Das macht Tauchen eigentlich deutlich angenehmer, speziell wenn man halt auf einer Safari oder Liverboards ist und das Produkt ist, so wie es konzipiert ist, auch einfach beim Reisen mitzunehmen. Und das glaube ich eigentlich. Ich glaube auch, dass, und da wird uns ein Wettbewerber sicherlich helfen, ich glaube, dass Elektronik weiter auf dem Vormarsch ist in der Ausrüstung und ich glaube, dass auch das Thema Kommunikation und Navigation unter Wasser voranschreiten wird. Der Wettbewerber, den darf man hier nennen, voll Respekt, das ist Garmin, die ja mit ein paar Tauchprodukten letztendlich in unseren Markt gekommen sind, sich damit gar nicht beschäftigt hatten bis vor 4 Jahren streng genommen im Endeffekt und die mit Smartwatches in den Markt gekommen sind, nicht unbedingt uns angehen, sondern eher einen anderen Wettbewerb aus dem Bereich Suunto. Und die kommen, wenn man heute auf die Straße schaut oder jetzt im Himmel, passiert momentan nicht so sehr viel, aber wenn man eigentlich weiß, dass es keinen Flieger irgendwie auf der Welt gibt, in dem in der Regel nicht irgendwie ein Garmin-Navigationssystem verbaut ist oder auch bei vielen Autos Garmin letztendlich eingebaut ist, auch wenn das nirgendwo draufsteht, weiß man, dass die super kompetent sind im Bereich Navigation und die arbeiten nach unseren Erkenntnissen ganz stark an dem Navigationsbereich. Da sind die einfach super kompetent und das ist ja auch eine sehr, sehr, sehr große Firma. Ich kann sagen, theoretisch würde ja so in eurem Style immer kaufen helfen, aber... Ja, also das muss man halt voll anerkennen. Ne? Das ist eine ganz andere Dimension des Geschäfts. Und die, glaube ich, werden das Potenzial haben, Navigation da reinzubringen. Einfache Navigation und Kommunikation, das ist immer noch so ein Element, das eigentlich fehlt und wo viele sagen, wenn ich heute
besser kommunizieren könnte unter Wasser und das nicht immer mit den Zeichen machen müsste und dann nicht genau weiß, was ich da deuten soll. Also das, denke ich, wird einfacher werden. Okay. Stefan, wir kommen langsam zum Schluss. Ja. Ich habe noch drei Fragen für dich. Bei einer bin ich mir ganz sicher, ist mir wahrscheinlich jetzt schon weggenommen, aber als erstes dein Lieblingstauchplatz, der Spot, wo du am liebsten tauchst. Der Stefan taucht übrigens wirklich noch, der schummelt jetzt auch nicht, der ist regelmäßig im Wasser. Das ist eine ganz, die Frage, weiß ich nicht, wie oft ich die im Leben schon gestellt bekommen habe. Und ich habe eigentlich wahrscheinlich nie eine zufriedenstellende Antwort für diejenigen, die mich danach fragen. Na komm, drei Plätze. Ihr so lange drumherum machst, drei Plätze, komm. Also ich gebe es zu, einen Platz, an dem ich war und wo ich eigentlich immer wieder hin will. Und das ist aber verdammt weit weg. Das ist Yap. Okay, war das. Indonesien. Gut, Nummer eins. Nummer zwei? Ja, da gefällt es mir eigentlich sehr gut. Jetzt nicht lachen. Es gefällt mir unheimlich gut hier. Und das ist auch, glaube ich, das, wo wir uns beim Tauchen in den nächsten 2-3 Jahren auch so ein bisschen wieder hinorientieren werden. Ich glaube, dass wir mehr lokal tauchen gehen. Das Mittelmeer ist eine wunderschöne Tauchdestination mit allem, was das Herz begehrt, von super einfachen, flachen Tauchgängen bis sehr anspruchsvollen Tauchgängen. Okay. Das war Nummer zwei, genug Werbung. Und Nummer drei, einen dritten hast du noch. Und Nummer drei, ich gebe das zu, da komme ich ja her, ist eigentlich immer noch so die Galerie am Walchensee. Da gefällt es mir auch sehr gut. Gut. Da war ich, glaube ich, zum letzten Mal so vor 8 oder 10 Jahren, aber das ist auch ein sehr geiler Tauchplatz. Alles klar. Dann dein Lieblingsprodukt aus dem Mars-Portfolio. Was ist dein Lieblingsprodukt aus eurer Company? Ja, jetzt kann ich noch ein Lacher erzeugen. Ich sage, weil wir leider kein Bier produzieren, muss ich mich jetzt im Prinzip auf Produkte konzentrieren. Ja. Mein Lieblingsprodukt kommt jetzt dann. Ich darf es noch nicht sagen. Mein Lieblingsprodukt werden wir 2022 launchen. Aber wenn du jetzt von den Dingen aus, die es schon gibt, ist es wahrscheinlich die Avanti Quattro. Und ich erkläre auch, warum. Das ist nämlich das Produkt, als ich 1993 angefangen habe, bei dieser Firma zu arbeiten, ist das Produkt, das wir damals gelauncht haben. Und wenn man zurückdenkt, dass das ja schon ein paar Jahre her ist, für die, die in der Schule aufgepasst haben, die dürfen jetzt nachrechnen, wie lange das her ist. Das ist einfach ein geiles Produkt, dass man so lange ein solches Produkt im Portfolio haben kann, weil es offensichtlich so sehr gut ist, halte ich schon für außergewöhnlich und deswegen ist das so mein Favorite. Ja, ich fürchte, dass der Nachfolger, der irgendwann jetzt anfängt und wahrscheinlich mit irgendeinem in 30 Jahren hier sitzt, dasselbe sagt. Aber das ist möglich, aber das bedeutet ja nur, dass die anderen keine vernünftigen Flossen machen können, da kann ja ich nichts für. Das stimmt. Okay, dann noch dein Lieblings, aber wahrscheinlich kommt jetzt wieder Garmin, aber vielleicht hast du ja noch eins, dein Lieblingskonkurrenzprodukt, das Produkt des Wettbewerbs, wo du sagst, das hätte ich gerne von meinen Ingenieuren. Du hättest mich ja mal, da hättest mich ja vorwarnen können, was du da alles fragst im Endeffekt. Lands Live heißt es. Nee, Garmin ist das eigentlich nicht. Ich persönlich würde sagen, es gibt von Shearwater ein paar Produkte, die ich gerne als Nische erkannt habe. Die haben im technischen Tauchbereich im Endeffekt Produkte entwickelt und versuchen sich jetzt ja quasi in Richtung des Recreational Divings da zu etablieren. Die haben ein paar tolle Produkte entwickelt. Okay, und die letzte Frage, Stefan. Ja? Mit wem möchtest du unbedingt nochmal tauchen? So als Präsident von Mares, wer wäre dein Lieblingsbuddy? Ja, mit dir war ich ja schon mal tauchen. Also. Ja. Ich hätte jetzt ja normalerweise sagen können, ich sage, du wärst das gewesen. Ich wollte den Lego ja bei mir trinken. Das ist Quatsch mit der Taucherei bei uns beiden. Das ist, nimm mal einen, der es kann. Ich soll mal einen nehmen, der es kann. Ja. Ich lebe ja den Luxus, dass wir als Company viel rumkommen oder dass ich in der Company viel rumkomme und auch mit schon ganz vielen Leuten letztendlich tauchen durfte. Ich freue mich drauf, wenn ich mit meinen Enkelkindern mal tauchen gehen darf. Da ist noch ein bisschen hin, aber das ist eigentlich das, was ich gerne tun würde. Sehr gut. Ich frage jetzt nicht, ob die Mars-Equipment kriegen. Ich freue mich auf die Kinderlinie dann, wenn es soweit ist. Ja, das hängt jetzt von meinen Kindern ab. Wenn die ein bisschen ranmachen, können sie das noch erleben im Endeffekt. Sonst kenne ich ja einen sehr guten Einzelhändler meines Vertrauens und wüsste dann schon im Endeffekt, an wen ich mich wenden soll. Schöner können wir nicht abschließen eigentlich. Stefan, vielen, vielen Dank.
Ich fand es interessant. Ich hoffe, ihr fandet es auch alle sehr interessant. Und je nach Resonanz haben wir Stefan vielleicht irgendwann wieder hier im Chat. Nächste Woche Atlantis Live von einem anderen Ort. Wir verraten noch nicht so viel. Lasst euch überraschen. Stefan, vielen, vielen Dank. Euch allen da draußen einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, danke dir und auch danke allen da draußen, dass ich bei euch sein durfte. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an dich ganz speziell. Und tschüss und schönen Abend an alle. Danke. Danke, ciao.